Weiter geht's. In der letzten Übung hatten wir Fußübungen gemacht. Diese Fußübungen, die funktionieren vielleicht nicht, vielleicht lieben sie euch nicht, ist nicht so wichtig. Übt es einfach mal ein bisschen, damit ihr ein bisschen Fußfertigkeit bekommt, damit ihr euer Gleichgewicht ein bisschen schult und gewisse Sachen mit den Füßen machen könnt, ohne sofort umzufahren. Darum geht's. In dieser Übung, die wir jetzt haben, geht es um Triple Steps. Wir wollen uns im Raum bewegen. Wie im Raum bewegen? Zeigen wir euch. Also, das heißt, wir machen Triple Steps. Wir haben Trip, Per Step. Wir haben Trip, Per Step. Lang, kurz, kurz. Lang, lang, kurz, kurz. Die machen wir gleich im Raum. Und ihr macht einfach mit der Musik mit. Wie bewegen wir uns überhaupt? Stellt euch einfach auch mal vor, wie, ihr könnt euch bewegen, wie ihr wollt, aber stellt euch vor, ihr habt zum Beispiel eine Linie jetzt vor euch, ich mache es einmal nach vorne und nach hinten, und ihr habt einen Triple Step gemacht. Und ihr wollt sozusagen auf dieser Linie immer wieder den Triple Step machen und sich da von außen nähern. Sieht so aus. Triple Step und Triple Step und Triple Step und Triple Step. Triple Step von hinten. Die Linie. Triple Step. Triple Step. Triple Step. Und Triple Step. Das heißt, wenn ihr euch im Raum bewegt und ihr euch vor euch eine imaginäre Linie oder eine Schlangenbewegung euch vorstellt, könnt ihr versuchen, mit dem Triple Step, mit dem linken Triple und mit dem rechten euch zu versuchen, auf dieser Linie so zu bewegen, damit das ein bisschen so einen coolen Ruf kriegt und auch ein bisschen so eine schlangenförmige Bewegung gibt. Das ist ein bisschen das Übungsziel. Viel Spaß mit der Musik und wir üben es einfach gemeinsam. Ich mache es ein paar Mal rückwärts und dann im Raum.